Hallo und herzlich willkommen bei OWL Airsoft. Und ohne groß zu schnacken, starten wir ab in die erste Runde. Team Deathmatch und Team Blau, welches auch ich wieder begleite, startet von der Stadtseite aus. Wir versuchen gleich ordentlich Druck zu machen und haben auch neue Leute wieder dabei, die heute ihren ersten, naja, wir nennen das immer ganz gerne so Schnuppertag haben, damit sie sich mal den Airsoft-Sport angucken können. Und tja, dann schaut einfach mal zu hier. Tja, da habe ich auch direkt wieder meinen ersten Hit kassiert. Hit steht übrigens für erhaltenen Treffer am eigenen Körper und das callen wir, also wir sagen das an, damit auch jeder weiß, dass wir getroffen wurden. Das hat nicht nur den Grund, dass unsere Leute wissen, ey, wir haben wieder einen verloren. Nein, das heißt auch für den Gegner, ey, ich habe den getroffen, ich muss da jetzt nicht noch unnötig weiter draufballern. So, schnell respawned. Also wiederbelebt und weiter geht es. So, und hier jetzt das, was quasi das Wichtigste an unserem schönen Sport ist, Fairness. Ich kann es nur immer wieder sagen, werdet ihr getroffen, sagt es an, tickert an dem Ticker, damit auch euer Hit gezählt wird, für das Gegnerteam natürlich in dem Falle, und dann schnell wieder zurück ins Spiel. Ja, von der Seite ist es relativ schwierig. Also Waldseite ist einfacher zu spielen. Du musst hier mit viel Bewegung arbeiten. Lade! Und hier wieder ganz wichtiger Tipp für alle Anfänger. Übt das Nachladen, damit ihr eure Nachladezeit verkürzen könnt, um im Spielfluss immer dabei zu sein. Unterpass bestätige! Und damit der Kanalname auch immer schön Programm bleibt, hier gleich wieder der nächste Tipp für alle, die noch nicht so lange Airsoft spielen. Nutzt jede Möglichkeit, immer genug BBs in den Magazinen zu haben. Ich habe immer volle Speedloader dabei, 2 Stück, die klappern nicht und können in einem Zug komplett in ein Magazin eingefüllt werden. So, und jetzt bin ich einfach mal über rechts gegangen,
denn die Wiesenseite rechts war vom Gegner schwach besetzt bzw. vernachlässigt worden. Jetzt einmal gerade beim Teamkollegen, der da hockte, anfragen, ob frei ist. Vorpreschen bzw. erstmal so langsam wie möglich, um nicht aufzufallen, denn jedes Rennen bedeutet natürlich auch, dass man Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. So, jetzt das Gebüsch immer mit schön als Deckung nutzen. Und auch wenn ihr leider wegen der Kamera, die beim Rennen jedes Mal nach unten gerutscht ist, nicht ganz viel sehen könnt. Ich befinde mich jetzt genau am Graben und werde diesen Graben gleich nutzen, um mir eine schöne Schlüsselposition zu besorgen, von der aus man weite Teile des Spielfeldes im Wald unter Beschuss nehmen kann. Ich hab's gesehen, aber... So, und jetzt genau ist der Punkt, wo ich erkannt habe, dass wenn ich diesen Graben schön tief ausnutze, ich ordentlich Deckung habe. Da war ich noch ein bisschen zögerlich, weil, ja, man will natürlich auch nicht gehittet werden. Und, ja. Einmal abchecken und dann reinkriechen. So, jetzt bin ich reingekrochen, bin quasi für den Gegner unsichtbar. Hab aber ein gutes Sicht- und Schussfeld in den Wald hinein, muss gleichzeitig aber auch immer nach rechts Richtung Wiese gucken, dass mich kein Gegner flankiert und aus dem Spiel nimmt. So, da ich jetzt gemerkt habe, dass die Gegner mich überhaupt noch nicht aufgeklärt haben, kann ich ganz in Ruhe erstmal meine Backup aufmunitionieren. Das heißt, das Magazin wieder mit BBs füllen. Denn wenn die Gegner relativ nah rankommen, ich sag mal unter 15 Meter, muss ich mit der Backup abwirken. Und ab 5 Meter gilt dann halt die Bang-Regel. Bang-Regel bedeutet, wenn jetzt ein Gegner auf mich zukommt, der ist unter 5 Meter, dann mit der Waffe auf ihn zeigen und Bang rufen. Das nimmt ihn dann quasi genauso aus dem Spiel. Wichtig ist hierbei, dass die Waffe feuerbereit ist. Das heißt, sie darf nicht leer sein und sie darf auch nicht gesichert sein. Ja, weil sonst zählt es nicht. Denn Bang ist quasi nur das Abdrücken im Kopfe. Denn man will ja den Gegner nicht unnötig Schmerzen zufügen. So, genau an der Stelle habe ich jetzt den Gegner aufgeklärt. Der ist weit genug weg. AK schnappen, drauf feuern und voll aus dem Spiel nehmen. Ich habe an diesem Spieltag auch, das ist glaube ich das erste Mal gewesen, dass ich wirklich so viele eigene Treffer gelandet habe. Das war mega geil. Und ihr seht es ja selber. Die Grabenkante ist echt hoch genug, um sich dahinter komplett zu verbergen. Das Einzige, was halt an dieser Position immer ein bisschen schwierig ist, dieser Blick nach rechts raus auf die Wiese, ob man umgangen wird. Das heißt, die eigene Aufmerksamkeit ist immer zweigeteilt. Einerseits habe ich die Hauptwaffe in Anschlag, andererseits habe ich war das ein Hit oder Treffer ist das kassiert? Ich weiß es gar nicht. An dem Punkt war ich mir nicht sicher, ob es irgendwas ist, was vom Baum auf mich runtergefallen war. Oder wirklich ein Treffer. Deswegen habe ich das Schießen erstmal direkt eingestellt und gewartet und kriegte auch direkt wirklich einen Hit. Ja, ich hit, alles gut. Ja, wichtig bei solchen Aktionen ist immer, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr getroffen wurdet. Also wenn es wirklich nicht sicher ist. Ich habe ja auch automatisch dieses Hit ausgerufen. Ganz nah an der Mitte. Called es. Im Graben gelegen. Und wartet zur Not gerade noch eine Sekunde oder zwei, ihr merkt ja, ob da noch weitere Kugeln geflogen sind. Einen wunderschönen guten Tag, wir melden uns hier vom Spielfeld von Uwe Airsoft. Und wie ihr sehen könnt, bin ich aufgerödelt. Wir haben gerade die erste Runde gespielt, was man auch so ein bisschen sehen kann. Jetzt geht es gleich in Runde Nummer 2. Wir starten aus dem Wald und schauen wir mal, dass wir ein paar Hits landen können. Ne? Also, man trifft sich.
Alles klar, dann. Wie bitte? Let's fetch, sprach der Frosch. Hast du schon getroffen? Ui. Genau, da ist der Zicker. Ja, das war jetzt, also das ist jetzt die zweite Spielrunde, das heißt quasi auch wieder Team Deathmatch, nur dass wir diesmal aus der Waldseite heraus starten. So bleibt immer schön viel Abwechslung im Spiel, das heißt, nach jeder Runde wird auch automatisch die Seite gewechselt. Ja, wie ihr sehen könnt, da wurde gerade jemand aus unserem Team rausgenommen, quasi gehittet. Und wir mussten uns jetzt überlegen, wie können wir die Gegner dazu bringen, aus ihren Stellungen rauszukommen, so dass wir sie unter Feuer nehmen können. Und dafür hatten wir folgenden Plan. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Wir machen Operation Hase. Ich mach den Kamikaze und ihr versucht zu wirken. Okay? Ihr glaubt mich halt aus, damit wir zeigen müssen, okay? 1, 2, 3. Hit! Hab ich dich erwischt? Sehr geil! Ja, das sind ja Highlights, ne? Wenn man sich einfach mal vornimmt, komm, wir machen jetzt so eine dumme Aktion, einer prescht vor und wir versuchen einfach mal ein paar Gegner aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn das dann klappt, dann ist das echt irgendwie voll die Motivationsspritze. So, machen wir nochmal Operation Habe. Okay, mach das mal. Rennen wieder raus bis auf 6, 7 Meter und versuch dich zu locken. Ja, an der Stelle kann man sich immer denken, den muss ich doch getroffen haben, hin und her. Diese Zyma-Pistolen haben ja nur 0,5 bzw. drunter, also 0,37 Joule oder so. Das heißt also, wenn man jetzt auf den Gegner schießt, kann es auch sein, dass die Kugeln gar nicht bis zu dem hinkommen, weil man nicht nah genug dran ist, ne? Ja, so ist das dann einfach. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut und alles Weitere kommt dann in Teil 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal und folgt uns. Ihr könnt dazu auf unsere Website gehen und man trifft sich.